Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Video vor diesem wunderschönen neuen Hintergrund. Ich habe meine Regale umgeräumt und ja, ich habe euch außerdem ein Regalvideo versprochen vor langer Zeit. Das kommt auf jeden Fall irgendwann bald mal. Jetzt wo ich umgeräumt habe, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch noch ein bisschen größer. Also ich hatte schon angefangen es zu drehen. Wie dem auch sei, darum geht es jetzt hier überhaupt nicht. Ich zeige euch heute meine Leseliste für den November. Ja, der November. Es ist NaNoWriMo. Das heißt, eigentlich würde ich gerne ein Buch schreiben im November. Ja, das ist natürlich mit einem Vollzeitjob und einem kleinen Kleingewerbe und überhaupt weiteren Hobbys, Familienbeziehungen, was auch immer, wird es eine sehr große Aufgabe. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich dann komplett aufs Lesen verzichten, wenn ich mich komplett committe, 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben, aber ich möchte nicht aufs Lesen verzichten. Und vor allem möchte ich nicht auf diese super lustige, spaßmachende Art und Weise der Leselistengewinnung verzichten. Und ihr bestimmt auch nicht. Deswegen, ja, sind wir heute hier, wir spielen Subopoly und ich habe jetzt einfach trotzdem 10 Bücher auf die Liste gesetzt. Wir werden sehen, wie das klappt. Das Dumme ist, der Monat ist jetzt noch nicht ganz vorbei und ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viele Bücher ich aus dem letzten Monat, also jetzt aus Oktober, nicht geschafft habe zu lesen von meinem Subopoly. Das heißt, ich werde erst im Lesemonat Oktober meine Strafe zahlen, weil ich garantiert nicht alle Bücher schaffe. Aber ja, genau, das machen wir dann im nächsten Video und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Achso, eine kurze Ergänzung noch, da ich sowieso nicht so viel Zeit zum Lesen habe und im Idealfall nur Bücher auf meine Leseliste setzen möchte, auf die ich dann auch wirklich aktiv Lust habe, werde ich mir erlauben, das Subglas zu skippen, wenn ich will. Also wenn ich darauf lande, dann werde ich erstmal gucken, was ich ziehe und wenn mir das Buch dann nicht zusagt, dann werde ich nochmal würfeln, weil ja, da sind halt echt krasse Subleichen drin und ich möchte nicht mir die Leseliste zuballern diesen Monat mit Büchern, auf die ich wahrscheinlich eh keine Lust habe, deswegen machen wir diese Ausnahme jetzt mal. Los geht's! So, wir sind letztes Mal auf dem Feld ein Buch mit einem Titel, das aus einem Wort besteht, stehen geblieben und deswegen fangen wir da jetzt auch wieder an. Eine 2, das zuletzt gekaufte Buch. Das zuletzt gekaufte Buch ist ein bisschen schwer zu bestimmen, weil ich mehrere Bücher auf einmal gekauft habe, aber ich habe mich jetzt für dieses Buch hier entschieden. City of Ghosts von Victoria Schwab. Das ist der erste Teil einer Trilogie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gibt es einen zweiten Teil. Das Ganze wird auch auf Deutsch übersetzt und kommt, ich glaube, im Januar auf Deutsch raus oder auf jeden Fall irgendwann 2020. Hierbei geht es um ein Mädchen, die ist, glaube ich, noch relativ jung, 12, 13 oder so. Und ihre Eltern haben eine Reality-Show, wo sie, glaube ich, Geister jagen oder so ähnlich. Und Cass hat jetzt eine besondere Gabe. Sie ist ja mal fast gestorben und seitdem kann sie Geister sehen und auch die Welt der Toten irgendwie betreten. Außerdem spielt das Ganze, glaube ich, in Paris, aber ja, nicht ganz in Edinburgh. Ja, gut, verzeiht mir. Mit Paris hat das nichts zu tun. Aber Schottland. Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall Middle Grade. Es hat super große Schrift und ist auch relativ kurz. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich recht schnell lesen können. Ja, das hätte ich euch vielleicht auch noch am Anfang sagen sollen. Jetzt gerade läuft schon ein Lesemarathon, an dem ich teilnehme, beziehungsweise den ich auch mit organisiere. Und zwar der Halloweenathon. Den habe ich mit einigen Buchfreundinnen zusammen ins Leben gerufen und ja, das Ziel ist es halt innerhalb von 2 Wochen, nämlich von dem 24. Oktober bis zum, ich glaube, 6. November, ja, möglichst viel zu lesen, 2 Wochen lang und wir haben auch Challenges dafür und danach habe ich jetzt auch noch so ein bisschen mein TBA gerichtet, da sind relativ viele gruselige Bücher dabei und dieses Buch hier würde die Challenge, ein Buch mit übernatürlichen Wesen, erfüllen. So, machen wir weiter mit dem zweiten Wurf. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung, da habe ich mir dieses wunderschöne farbenfrohe Buch ausgesucht. Holmes und ich 2 unter Verrätern von Brittany Cavallaro. Das ist, wie ihr schon ahnt, die Fortsetzung von Holmes und ich 1 und hierbei geht es um
ja, sozusagen ein Retelling von Sherlock Holmes, nur dass Sherlock Holmes eigentlich jetzt Charlotte Holmes ist und ja, ein Mädchen ist. Und dann gibt es noch Jamie Watson, der sie in einem Internat in Amerika kennenlernt. Die beiden sind auch erst im Jugendalter und lösen dann Fälle zusammen. Ich hatte dieses Buch hier schon mal zur Hälfte gelesen ungefähr und hatte dann das Interesse verloren. Das war irgendwie nicht so ganz spannend und nervenaufreibend, aber das ist auch schon locker ein Jahr her und ich hoffe, dass es bei diesem Versuch ja, irgendwie ein bisschen besser funktioniert mit uns beiden. Für den Halloweenathon erfüllt das hier die Challenge, ein Buch zu lesen, dessen Titel aus 9 Buchstaben besteht. Buch Nummer 3. Eine 3, 1, 2, 3, 1 von der 19 für 2019 Challenge-Liste. Von meiner 19 für 2019 Liste sind wirklich nicht mehr viele Bücher übrig. Und die übrig sind, sind halt die, die ich wirklich eigentlich nicht mehr lesen will. Oder zumindest gerade nicht lesen will. Aber ich habe noch ein Buch gefunden, das ich auch ganz gerne sowieso in diese Halloween-Zeit gerne gepackt hätte. Für den Halloweenathon erfüllt es zwar keine Aufgabe. Wir haben zwar 13 Aufgaben, aber es passt irgendwie zu keiner. Aber es ist auf jeden Fall auf der 19 für 2019 Liste. Und zwar rede ich von Escaping from Houdini von Carrie Maniscalco. Das ist der dritte Teil von Stalking Jack the Ripper. Und die Bücher spielen ja so ein bisschen in, ich weiß nicht, 1860 oder so. Auf jeden Fall sozusagen in der Vergangenheit. Und es geht um ein Mädchen und einen Jungen im Jugendalter, die so ein bisschen immer versuchen, Fälle aufzuklären, die vor allem auch ja, sehr, also pathologisch unterwegs sind. Also sie lernen vor allem sehr viel über Obduktion und Pathologie und so weiter. Und im ersten Teil, ja, versuchen sie halt eben den Fall von Jack the Ripper aufzuklären. Und ja, dann entwickelt sich das Ganze halt immer so weiter. Das ist, wie gesagt, der dritte Teil. Der vierte Teil ist vor kurzem erschienen. Dieses Buch ist echt ganz schön lang. Es hat ja, 400 Seiten. Okay, es ist doch nicht so lang, aber es ist irgendwie relativ viel in der Hand. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hatte das schon mal angefangen bis Seite, okay, 7, also wow. Bin nicht sonderlich weit gekommen, war aber auch noch nicht so richtig drin am Anfang. Ja, ich schaue mal, ob ich das vielleicht dann als Hörbuch irgendwie hören kann und mir das deswegen dann vielleicht so ein bisschen mehr den Schwung verleiht, den ich brauche, um das zu lesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, sind die halt auch mal so ein bisschen gruselig, beziehungsweise ein bisschen spannend, auf jeden Fall spannend und deswegen passt es auch ganz gut in die Halloween-Zeit. Wurf Nummer 4. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das Subglas. Wie gesagt, habe ich dieses Mal ein Vetorecht beim Subglas wegen des Lesemarathons. Aber wir schauen erstmal, was wir hier so kriegen. Na. Okay, King of Scars, das habe ich schon letzten Monat gelesen. Versuchen wir es hiermit. Der Schwarze Thron habe ich auch schon gelesen. Okay, das ist ja richtig aktuell. Dann nehmen wir das hier. The Madman's Daughter, das ist zwar gruselig, aber das werde ich nicht im November lesen. Deswegen würfeln wir jetzt nochmal. So, wir würfeln von hier aus nochmal, wo wir gerade stehen geblieben sind. Und haben diesmal eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Buch, für das ich wahrscheinlich 5 Sterne vergeben werde. Ein Buch, dem ich wahrscheinlich 5 Sterne geben werde, ist das hier. Night House von Leigh Bardugo. Das zählt für den Halloweenathon, für die Challenge, ein Buch mit dunklem Cover und ist vor kurzem auch erst erschienen. Es geht hierbei um Alex, glaube ich, die nach Yale kommt. Das spielt, glaube ich, auch in der Vergangenheit, aber da könnte ich mich auch echt täuschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt sie nach Yale, obwohl sie keinen Schulabschluss hat. Sie hat aber eine andere Qualität, die sie sozusagen für das Studium da ja, qualifiziert. Und zwar kann sie, glaube ich, Geister sehen und soll jetzt die mysteriösen Aktivitäten, die sich ja, in Yales Geheimorganisation oder Geheimclubs zutragen, untersuchen. Also es hat auf jeden Fall was mit so ein bisschen Geheimorganisation innerhalb von amerikanischen Universitäten zu tun, aber auch ein bisschen mit übernatürlichen Phänomenen. Also ich weiß wirklich noch überhaupt nicht, in welche Richtung dieses Buch geht. Ich bin total gespannt. Es hat schon einige gute und einige nicht so gute Rezensionen bekommen. Ich bin ja mal gespannt zu schauen, auf welche Seite des Spektrums ich dann falle. Dann sind wir jetzt beim 5. Wurf. Eine 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Reread.
Ein Reread passt mir mal wieder irgendwie nicht in den Kram. Ja, ich habe im Sommer relativ viele Bücher schon gereadet und ja, jetzt, wo ich quasi eigentlich mich mehr auf meine Neuzugänge und meinen Sub konzentrieren will, kommt immer wieder dieser Prompt. Aber ich habe jetzt doch ein Buch gefunden, was ich dann gerne nochmal lesen möchte, und zwar nämlich Das Lied der Krähen von Libadugo. Das hatte ich schon in diesem Jahr auf jeden Fall gelesen. Das war eins meiner Jahreshighlights und ich wollte es unbedingt nochmal lesen. Also ich wollte es eigentlich direkt, nachdem ich den zweiten Teil beendet hatte, nochmal lesen. Hatte damit auch schon angefangen tatsächlich. Ich war auf Seite 56 und ich ja, mache hier gerade meine ganzen Anmerkungen. Und das ist tatsächlich auch ein Buch, das ich markiere mit einem Filzstift, also mit verschiedenen Farben, weil ich das auf zwei verschiedenen Sprachen habe im Regal. Und ja, ich habe mir einfach dieses hier jetzt genommen, um da jetzt meine Annotations reinzumachen, weil ich dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und ja, ich mir nochmal komplett alles irgendwie durchlesen will und anmarkieren will und dann noch mehr Spaß beim Lesen haben will. Und ja, dieses Buch passt zwar nicht so richtig in die Halloween-Zeit, aber für den Halloween-Athon erfüllt es die Challenge, ein Buch zu lesen, das einen farbigen Buchschnitt hat. Eine 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Reihenabschluss. Reihenabschlüsse habe ich irgendwie gar nicht so viele auf dem Sub, also schon, aber nicht, dass es jetzt der nächste Teil ist, den ich lesen muss, also versteht ihr, was ich meine? Deswegen war die Auswahl da relativ klein, aber ich konnte ein Buch unterbringen, was ich auch auf meinem Halloween-Athon-Sub habe, nämlich Sherlock Holmes, das Tal der Angst von Arthur Conan Doyle. Das ist, ja, die letzte Geschichte aus diesem ganzen Sherlock Holmes Universum, die Arthur Conan Doyle geschrieben hat. Ob das jetzt wirklich als Reihenabschluss zählt, das sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall das letzte Buch, was ja, von ihm dazu erschienen ist. Also zählen wir das jetzt einfach als Reihenabschluss. Für den Lesemarathon zählt das als ein männlicher Autor. Und das Buch ist wirklich relativ kurz. Es hat knapp über 200 Seiten. Diese Sherlock Holmes Geschichten sind ja auch meistens recht schnell zu lesen. Die ja, machen auch meistens ziemlich viel Spaß und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch und ich mag außerdem total, also gut, ich müsste diesen Sticker noch abmachen, aber ich mag total diese ganzen neuen Ausgaben. Die haben das ja vor, weiß nicht, 1, 2, 3, 4 Jahren nochmal neu rausgebracht und ich habe die ganzen zusammengehörigen Ausgaben und ich finde diese wirklich sehr, sehr schön. Wurf Nummer 7. Eine 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Einzelband. Ein Buch musste diesen Monat auf jeden Fall auf meiner Leseliste landen. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Und zwar rede ich von Das Geschenk von Sebastian Fitzek. Also muss ich dazu wirklich was sagen. Ihr wisst sicherlich, dass das jetzt das neueste Buch von ihm ist. Das ist vor einigen Tagen erschienen und ich kann es kaum erwarten, das zu lesen. Das Buch erfüllt übrigens für den Lesemarathon die Challenge einer Neuerscheinung und ich würde euch wirklich gerne erzählen, worum es geht, kann das aber gar nicht so konkret. Ich weiß, es geht darum, dass ein Typ irgendwie im Auto eine Ampel hält und neben ihm im Auto ist, glaube ich, ein Mädchen, was einen Zettel an die Scheibe hält und da steht drauf Hilfe. Aber das Ding ist, er kann nicht lesen, er ist Analphabet und er spürt halt irgendwie, das Mädchen ist in tödlicher Gefahr und nimmt die Suche nach ihr auf, aber irgendwas. Also, keine Ahnung, ich habe mich da noch nicht so genau mit beschäftigt, aber Sebastian Fitzek ist für mich halt ein Autor. Wenn der ein neues Buch rausbringt, dann kaufe ich das und lese das und werde euch dann auf jeden Fall, wenn ich es gelesen habe, mehr dazu erzählen. Ich freue mich mega, mega, mega auf dieses Buch. Und der achte und letzte Wurf ist eine 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Romance. Romance, okay. Ich habe den Romance-Prompt mal wieder ein bisschen anders interpretiert, als ich ihn eigentlich ursprünglich meinte. Ich habe nämlich jetzt zu einem New Adult-Buch gegriffen. Da ich gerade so viel New Adult auf meinem Sub habe und wie ihr wisst, ich liebe New Adult und ja, es sind gerade einige wirklich tolle Bücher erschienen, die ich so gerne unbedingt sofort lesen möchte. Und ja, deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden. Follow Me Back von A.V. Geiger. Hierbei geht es um ein Mädchen, das total von so einem Popstar fasziniert ist. Sie folgt ihm überall, wo es geht und sie hat, glaube ich, sogar so eine eigene Twitter-Fanpage für ihn. Und er sieht das irgendwann und gibt sich selber als Fan aus und kommuniziert dann irgendwie mit ihr. Und ja, die beiden kommen sich ein bisschen näher und das klingt einfach schon so gut. Also ich meine,
ich bin halt immer für alles, was mit Rockstar und Fan und Twitter bzw. so Chat-Geschichten zu tun hat, da bin ich einfach, solche Geschichten mag ich mega gerne. Hier sind auch total viele Twitter bzw. kleine Nachrichtenverläufe drin und ich freue mich riesig auf dieses Buch. Ich habe auch schon mehrere Rezensionen gesehen, die alle komplett begeistert waren, also wirklich quasi mehr als 5 Sterne vergeben wollten, hätten sie gekonnt. Deswegen bin ich natürlich noch neugieriger auf das Buch und ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass es mir gefällt. Ich würde es am liebsten sofort lesen. Das waren die Bücher, die wir zusammen ausgewürfelt haben. Und wie ihr mich kennt, reichen mir 8 Bücher auf meiner Leseliste nicht. Ist nicht so, als würde ich die alle schaffen, aber Auswahl ist immer gut. Auf jeden Fall sind die beiden letzten Bücher jetzt nicht mehr vom Sobopoli, sondern sind eigentlich nur noch von der Lesemarathon-Liste. Und für die Challenge, ein gehyptes Buch zu lesen, habe ich mir dieses Buch hier ausgesucht, Wilder Girls von Rory Power. Hierbei geht es um ein Internat, das, glaube ich, unter Quarantäne steht, also ein Mädcheninternat. Und die Mädchen haben alle irgendein Virus oder da geht zumindest so eine Krankheit um, die irgendwie körperlich verändert, also auf sehr abartige Art und Weise, möchte ich sagen. Also da kriegt dann mal irgendwas aus dem Auge oder es bewegt sich irgendwas unter der Haut, was dann anfängt zu leben oder so. Also es ist schon so richtig abartig, glaube ich. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so gut lesen werde können, weil, das klingt halt einfach sehr widerlich. Aber ich dachte mir so für Halloween, why not, kann man ja mal machen. Übrigens, ist Halloween natürlich vorbei, wenn der November ist, aber da dieser Lesemarathon ja noch bis, noch die erste Woche des Novembers andauert, dachte ich mir, packen wir halt trotzdem noch so ein paar gruselige Bücher auf die Liste. Das habe ich im Oktober ein bisschen versäumt und ja, jedenfalls wird dieses Buch in Amerika sehr gehypt, beziehungsweise als es rauskam, war es überall zu sehen und deswegen zähle ich das jetzt mal als gehyptes Buch. Und das letzte Buch auf meiner Leseliste erfüllt die Challenge, ein Thriller. Das ist ja relativ breit gefasst. Ich hätte natürlich jetzt auch was von Harlan Coben oder von Chris Carter lesen können, aber das tue ich ja ständig. Deswegen dachte ich mir, ich lese Circle Girls von Claire LeGrand. Und zu diesem Buch kann ich euch leider kaum was erzählen. Ich weiß nur, dass es in dieser ganzen so ein bisschen abartiger Thriller-Szene, Jugendbuch auch, in Amerika eins der Bücher ist, um die man nicht herumkommt und deswegen habe ich es mir einfach mal bestellt. Es geht irgendwie um 3 verschiedene Mädchen, die auf einer Insel leben und da verschwinden nach und nach Leute, Mädchen, weiß ich nicht. und dann ist es halt einfach ein Thriller, der aufklären will, wohin die Mädchen verschwinden und was da eigentlich abgeht auf dieser Insel. So ihr Lieben, das waren die Bücher, die ich gerne im November lesen würde. Wenn ihr von den Büchern schon welche kennt, dann sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren, wie ihr sie fandet. Und sagt mir auch gerne, was für Bücher ihr gerne im November lesen möchtet. Ich würde sagen, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!